Willkommen zurück zu World of Warships. Wir spielen heute die Hawkins, den Tier 5 schweren Kreuzer der Briten. Ich wollte dieses Schiff mal zeigen, weil ich es im Hafen habe und ich muss sagen, ich komme immer in ein 7er Match, deswegen. Yay. Ich glaube, ich sollte AE laden. Ja, das ist ganz gut. Was kann man zu diesem Schiff eigentlich sagen? Ja, also ich weiß nicht. Ich habe Heal. Das ist aber ja nichts Neues bei den Briten. Das ich weiß ich gerade nicht genau, ob das Super Heal ist. Das kann man einfach ganz einfach sehen, indem man hier guckt. Nein, es ist. Nein. Nein, es ist ein ganz normales. Sogar ein. Ja, es ist halt Stufe 5er Heal, ne? Aber wir haben sehr viel Leben für einen 5er, das muss man dazu sagen. Wir haben 8000 Leben mehr als eine Königsberg. Wir haben sogar, glaube ich, mehr Leben als eine Aura. Mag es nicht, dass ich alleine bin. Aber wir haben so wenig Reichweite, ey. Also in diesem Schiff würde ich echt nicht in einem 7er Match sein, ey. Weil wir platzen sehr schnell. Bei präzisen Schüssen sind wir so schnell tot, das glaubt man gar nicht. Für Torpedo Range habe ich nochmal 7 Kilometer, war das, ne? Ja. Schaden sind sie eigentlich ganz okay, aber. Mehr auch nicht, ne? In der Emerald würde ich gerne eine Breitseite zeigen. Reindrücken. Wo bist du? Leider nicht so viel Schaden wie erwartet, aber gut. Zeigt mir aber die ganze Zeit weiter, Breitseite der Typ, ne? Da, jetzt sind die Leute weg. Hier laden wir mal direkt auf HE. Ich sehe ihn zwar nicht mehr, aber. Oh, ja, okay. Gehen wir mal echt, wow. Also, ich glaube, im 5er-Match ist das Ding echt krass. Also wundert mich nicht, dass ich hier mit dem Schiff in einem 7er Match bin. Könnte es rein theoretisch heilen, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Ich freue mich schon auf die weiteren Schiffe. Ich hätte eigentlich gerne ein etwas höheres Tier gezogen, aber naja. Aber wir sehen, ob noch was kommt in diese Richtung. Ich weiß es schon. Muss aufpassen, hier sind irgendwo die Ds übrigens. Oh wow. Okay, ich komme mit meinem AE nicht durch seine Panzerung. Das ist jetzt scheiße. Okay. Ich krieg vom Arsch der Welt einfach mal eine Zitadelle reingedrückt und aus so einem mega komischen Winkel, dass ich mich frage, wie genau das jetzt passiert ist. Aber okay. Ist ja nichts mehr dazu sagen.
Ich glaube, es war der King George. Ja, vielleicht. Vielleicht war es auch so ein König und es waren zwei Zitadellen, das wäre möglich. Okay, warum bin ich noch entdeckt? Fuck mich gerade ein bisschen ab. Ach, irgendwo ist hier ein Zerstörer und er deckt mich auf die ganze Zeit. Mein Gott, das ist nervig. Ich traue mich halt nicht nah dran zu fahren, einfach weil... Ich habe keinen Bock auf meinen... Oh. Keine Lust zu sterben. Das heißt, er war echt der Typ, der mich aufgedeckt hat, ja. Okay, die Mars ist eh nicht mehr hier. Ich dachte eigentlich, dass die Mars auch noch hier am Start wäre. Das habe ich scheinbar schon weggefahren. Ich weiß nicht, ob das Glück ist. Ja, ich glaube, das ist gut gewesen. Ist eigentlich scheißegal. Ich bin nicht so weit hinten hier. Ernsthaft jetzt? Ich finde das krass, wie krass lucky die Leute manchmal sind, mir einfach eine Zitadelle drücken. Die König einfach gerade übelste Streuschüsse und der trifft einmal und dann auch noch hinten so ganz komisch. Und zitadellt mich einfach. Was ein Wichser. Wie schnell die Geschwindigkeit? Wie schnell sind wir eigentlich? Und warum guckt er nicht, wo ich bin? Hallo? Eigentlich existent bin ich auch noch hier. Du könntest mal aufpassen, Alter. Ich bin zwar klein, aber ich bin immer noch existent hier am Start. Ich lebe noch. Ich bin noch nicht gestorben. Gut, kann sich zwar jeden Moment ändern, aber darum geht es ja nicht. Zack, der gerade und wieder zu ringen. Ich habe kein einziges Feuer gemacht. Schon Unterschied zwischen Stufe 5er Schlachtschiff und Kreuzer. Als ob das noch getroffen hat, ey. Ist auch krass, dass halt jeder auf mich schießt, ne? Gerne in Nahkampf gehen. Ich befürchte, da bin ich zu weich für. Das wäre schön, wenn es jetzt mit einem Stufe 7er hier rumzufahren. Da weiß ich nicht mal, wie der Stufe 7er heiß oder aussieht. Okay, heißen vielleicht schon Sway oder so, glaube ich. Was denn? Nee. Was der 6er? Ich weiß gar nicht. Oder 7er? Eins von beiden. Ich weiß nämlich, dass der, als ob der blind shottet auf mich. Lol, er ist so nah an mir dran, dass ich einfach... Okay. Wundert mich nicht, dass sie nur auf uns gehen. Schließlich sind die Einzigen, die hier sind.
Okay, wie viel Durchschlags- oder nee, wie viel HE-Chance habe ich mit dem Schiff, ey? Ich habe kein Feuer gemacht bis jetzt. Kann nicht wahr sein, mit anderen Schiffen hätte ich schon Millionen Feuer. Ah, jetzt kriege ich ein Feuer. Jetzt wird er wahrscheinlich durch Torpedos gefickt, ne? Nee, wird er nicht. Er wird nicht durch mein Feuer geklatscht, er gesagt. Ah, oh, es ist lau. Ist das traurig, ey. Ich krieg jetzt ein Zitadelle durch die Front. Oder nicht? Das ist halt die Sache, wenn man gegen... Meine Sinop kann mich auf jeder erdenkliche Weise töten. Ich brauche gar nicht versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Das ist halt das Lächerliche. Das Warrior ist noch nicht geschissen bekommen, hat da irgendwie was zu machen mit den Stufe 7er, 5er Matches und so ein Scheiß. Schon ein bisschen traurig. Yeah, zweiter Kill. Enemy Destroyer sunk. Leute, jetzt hat einen Abpraller bekommen. Boah, ich bin so schwer gegen diesem Schiff. Ja, mein zweites Feuer in diesem Spiel. Mein Gott, das ist so. Krass. Ich habe 1 Million Schaden getankt und ich glaube, jetzt werde ich sterben. Nein, will ich nicht. Ich werde jetzt weglenken. Tschüss. Bin jetzt gar nicht mehr entdeckt, tatsächlich auch. Aber es ist mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel in diesem Gefecht gerade. Musst halt echt aufpassen, dass du keine Seite zeigst mit dem Schiff. Das ist echt krass. Also ich bin mir bewusst, dass es ein 5er-Match ganz anders sein wird oder halt... Nicht so mega krass. Scheiße, warum ich jetzt rausgetappt? WTF? Auf einmal wird mir da so eine Fehlermeldung angezeigt. Danke dafür. Wo war ich? Genau. Es ist wahrscheinlich in 5er-Matches nicht so krass, dass du halt da... Da kannst du bestimmt ein bisschen besser tanken oder allgemein überhaupt. Weil du hast ja auch einen Heal. Ich meine, ich wäre schon längst tot ohne Heal, das möchte ich jetzt mal auf jeden Fall ganz klar hier ausdrücken. Ich wäre auch sowas von tot schon. Hey, diesen scheiß Heal nicht. Okay, King George, bitte dreh jetzt. Ja, wird es langsam. Ich werde ihn auf jeden Fall gleich einholen, dann kann ich wieder draufballern. Du musst auch sehr viel Seite zeigen mit diesem Schiff, das ist auch das Problem. Und... Oder Schnellzeit, das werden wir uns gleich alles nochmal nach der Runde angucken, weil... Das habe ich selber noch nicht gemacht, weil ich das nach dem Ründchen machen wollte. Ja, 30 Knoten ist vielleicht die Maximalgeschwindigkeit von uns. Ich bin halt ein bisschen traurig, dass das Schlachtschiff da hinten irgendwie schneller ist als ich. Oder kommt es mir so vor? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es ist echt einfach schneller als ich. Bin da einfach zu langsam. Witzig ist halt, aber dass er nicht meiner Reichweite ist, weil er so schnell ist, kann ich halt einfach auf die Sinop schießen und... Das ist gar kein Problem. Boah, da sieht man direkt, dass er auf mich schießen will. Ich finde, schon ein geiles Ziel, was man einfach durch alles mögliche, erdenkliche Methoden penetrieren kann. Oh, da wäre aber Schwein gehabt, du. Das war echt Glück. Dass er mich da nicht getroffen hat, du. Soll ich ihn mal torpedieren? Ich glaube, ich werde jetzt einfach Risiko gehen und ihn gleich toppen.
Bei fährt er zurück oder vorwärts? Er wird sich jetzt logischerweise zu ihm hinstellen. Zu der Lion. Frontmäßig, weil er halt keine Zitadelle haben will. Ist halt dann meine Chance, dass ich ihn halt eine Zitadelle reindrücke. Zitadelle vor allen Dingen, Torpedos meine ich. Torpedos direkt front. Getankt! Woo! Abpraller, Bitch! Au. Main turret critically damaged. Problem solved, sir. Stirb! Ja. Oh, Dreadnought erstmal hier kassieren. Ach, da so muss das sein, du. In dem Stufe 5er Schiff, ey. Das ist so dumm. Ich schwöre bei Gott, ich habe so viele Zitadellen gefressen, ey. Ich wundere mich, dass ich noch lebe. Ender hat da schön auf meine Armor geschossen. So schön angewinkelt, wie ich war, hat er da nicht durchgekommen mit seinem fetten Kaliber. Ah, die Sinop, ey. Mein Gott. Und von einem Russen Stufe 5 gecarried, ja. So muss das sein. Ach, sogar von 2. Da war ja sogar noch einer. What the fuck? Seht ihr, Leute, es kommt nicht immer aufs Schiff an. Aber ich muss sagen, ich würde dieses Schiff nicht in einem 7-Match empfehlen. Also wirklich, es ist einfach... Du bist einfach gefickt. Du bist einfach gefickt. Und auch wenn ich jetzt am Ende noch Nahkampf gerammelt war, nur weil die Sinop ganz alleine da war und die King George irgendwie... Ich weiß nicht, war da schon gekillt worden oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Na gut. Getankt? Wie viel haben wir getankt? Wir haben 1,2 Millionen Schaden getankt. Ja, würde ich mal sagen, ist doch ganz gut für einen Stufe 5er Kreuzer an einem Cinemage. Das ist doch sexy. Jetzt hier zu den Werten. Die Panzerung natürlich extrem gut, 76 mm, das hat uns auf jeden Fall den Arsch gerettet. Der hat da auf jeden Fall schön gegengeschossen und abgeprallt. Okay, das Interface, oder wie man das jetzt, das mit dem, die Farben, die neuen und so, das ist ein bisschen komisch. Ungewohnt jetzt. Haben die ja geändert, aber ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Unsere Türme sind auf jeden Fall gut gepanzert, mein Gott, 25 mm. Deck 16 mm, das ist echt total komisch. Das war mal so bläulich, jetzt ist das so komisch. Grün, das ist echt 10 mm? Okay. Ja gut, also, ich weiß nicht, schlechte Panzerung für ein... Oh, okay. Oh, oh, what the fuck? 38 mm haben wir vorne? Ach, wollte ich verarschen? Okay, dann können wir echt gut sogar... Aber warte mal. Ich wurde ja hinten von der Sinop getroffen. Ach, deswegen hat der Abprall auch bekommen. Weil ich 57 mm hinten habe, WTF. Warum? Er will mich verarschen? Ich habe da die Panzerung von Goliath gesehen und ich habe genau gesehen. Die Goliath hat schlechtere Panzerung vorne als diese scheiß Stufe 5er Schiff oder was? Gut, Goliath wäre auch ein krass OP, wenn die hier 38 mm vorne hätte, aber wäre schon geil. Gut, Deckarmor wäre dann nicht mehr so geil, 16 mm, aber naja. Gute Überlegungsfähigkeit, 10 Torpedoschutz, ja, das ist ganz gut, 32.000 Leben. Artillerie haben wir auf jeden Fall. Ach, 12% Brandwahrscheinlichkeit nur. Und das beim Schiff, das so viel. Ich hab mehr Nachladezeit, als ich Brandwahrscheinlichkeit habe. What the fuck? Ah, Panzerdurchschlagskraft der Sprengmunition 41 mm. Warum bin ich dann bei der verdammten Colorado nicht durchgekommen? Habe ich den Turm die ganze Zeit getroffen, aber das kann nicht sein. So, präzise sind die nur nicht. Wir haben Artillerie. Nee, wir haben doch keine Artillerie. Nee, wir haben wir nicht. Doch. Nee. Ach, da so kleine Türmchen. Das können wir ausmachen. Ach, die ganz kleinen Türmchen da. Ja, komm, da kommt man einem 7er-Match ja nicht mal nah genug dran, um die zu verwenden. Ja, Torpedos war halt...
Wie gesagt, sind ganz schön langsam, aber ich meine, ja, die werden eh noch besser als. Als. Ja, also auf Stufe 10 oder 9 oder ich weiß, auf 8 bestimmt ist nicht schon halt die 10 Kilometer und dann halt irgendwie 63 Knoten und halt irgendwie, was weiß ich, wie viel Schaden die dann noch bekommen. Weil, ja gut, okay, Flugabwehr haben wir auch, okay. 4x4. Gut, ich muss halt sagen, mit Flugabwehr kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich denke nur immer so, wenn ich mit dem Schiff fahre und ich weiß, oh, mit dem Schiff schredder ich die Flugzeuge, dann weiß ich auch, oh ja, die Flugabwehr ist gut. Aber so, also dieses, ich meine jetzt diese Sekunden. Kontinuierlicher Schaden pro Sekunde innerhalb des Einsatzbereichs der Flugabwehr 21, 21, Trefferwahrscheinlichkeit 85%, 90%, 90%. Weiß nicht, ist das gut, aber Schaden pro Sekunde innerhalb des Explosionsrates einer Granate 1500, 10.000, 1050, meine ich. Anzahl der Explosionen in einer Salve. Weiß ich, hört sich das gut an? Ich hab keine Ahnung. Würde es jetzt ja mal vergleichen mit einem anderen Fünfer, aber ich habe keinen anderen Fünfer. Warte, nehmen wir mal die Normandie. Die ist ja ein Stufe 6er. Okay, der hat 53 hier. Der Hawkins haben wir 21. Mittelstrecken haben wir 45 und Langstrecken 45. Okay, Mittel. Streckenflugabwehr ist aber mega geil. Also gut, man muss dazu sagen, dass die Normandie nicht die geilste Flugabwehr hat, ne, aber. Landstrecken haben wir aber weniger auf jeden Fall. Ja gut, also scheint halt für eine Stufe 5 voll ganz okay zu sein, ne, aber. Mehr weiß ich nicht. Kann ich auch nicht so sagen. Manövrierbarkeit 30 Knoten, genau. 9 Sekunden nach Ruderstellzeit, das ist halt zu lang. Ich kann da nicht mal gegenhalten mit, leider. Gut, es ist zwar machbar, aber es ist halt auf Nahkampf bist du echt gefickt dagegen manche Kreuzer. Okay, Wendekreis ist ganz okay, aber ist halt für eine Stufe 5 war halt auch echt krass, weil. Gut, ne, das ist halt genau das gleiche wie Schlachtschiff hier auf Stufe 6. Es ist halt nicht so gut. Und Verborgenheit, ja, da kann man ja, da kann man ja, kann man da noch was gegen machen? Habe ich hier schon den Skill drauf? Oder, ja, ich habe den Skill schon. Ja gut, dann kann man da nichts mehr gegen machen. Schade. Und Module technisch habe ich hier zwar nichts drin, aber kann man glaube ich auch nichts gegen machen, ne? Ne, wir haben, ach, wir kriegen ja erst später den Kack. Gucke ich überhaupt? Na gut, aber so im Ansicht finde ich das Schiff trotzdem witzig, also. Aber ein 5er-Match ist wahrscheinlich geiler als ein 7er-Match. Aber wir haben ja trotzdem was gerissen und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses Schiff so krasse Panzerung hat tatsächlich, aber gut. Hätte ich mal früh wissen können, aber ich glaube, dann wäre ich zu krass reingefahren und wäre wahrscheinlich schnell gestorben, deswegen war es auch an sich ganz gut. Aber ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal gucken, wann man endlich mal die nächsten Schiffe spielen kann. Ich freue mich immer auf die Goliath, ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.